So, herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play mit meiner Wenigkeit. Wir sind hier wieder in unserem, ja, wie soll man sagen, in unserem Lieblingsgebiet, ne? Ihr seht's ja schon, hier in diesem supergeilen, gottverlassenen Pharon-Feste, wo wir wahrscheinlich sehr, sehr viel noch zu looten haben werden. Ja, wir werden das Gebiet jetzt mal durchgehen. Stark genug sind wir rein theoretisch. Ich werde aber jetzt dann doch mal den anderen, die andere Rüstung anziehen, die für, tut mir leid, für Magieresi gedacht war. Warte, ach, Magieresi sah schon, für, ja, den habe ich ja schon an, hoppla. Hier nämlich, genau, wir halten zwar weniger, boah, krass, Hieb und Stoß sollten wir definitiv nicht abbekommen, dann kriegen wir nämlich ordentlich in die Schnauze. Ja, und den können wir nicht anziehen, auch wenn der schön ist, aber der, dann können wir ausweichen gleich 0. Ah, okay, der geht auch. Oh, krass, ey. Da kriegen wir auch ordentlich reine rein, wa? Boah, das ist jetzt schwer. Was nehmen wir, Leute? Was nehmen wir? Ja, da ist Kälte noch. Also, Fluch und Gift ist vor allen Dingen wichtig. Also müssen wir den dann nehmen. So, ziehen wir uns mal ganz kurz um. Okay, das wundert mich. Das hat alles mehr, aber irgendwie haben wir da trotzdem nie angezogen. Warum? Glaubt ihr, da tut sich so viel? Ich hoffe mal nicht. Und noch ein Höschen. Boah, krass. Das Gewicht ist natürlich nicht viel mehr, aber Gift und Kälte ist natürlich jetzt für das Gebiet ziemlich scheiße. Aber ansonsten ist es geil, aber dann behalte ich die Hose erstmal an. Die Ringe belassen wir. Ja, hier tun wir wieder unser Gegengift rein, weil das brauchen wir jetzt eher. Das können wir wegtun. Mal ganz kurz auf die Uhr achten, denn ihr wisst das ja. Manchmal, ne? Da ist man dann so im Flow, sag ich mal, von dem Spiel, dass ihr, mal sehen, unser Level ist auch jetzt mittlerweile 40. Und daher werden wir jetzt einfach, so. Jetzt habe ich einen Faden verloren, gerade mittendrin, ne? Was wollte ich sagen? Ach, nix, komm, wir fangen einfach an. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal, da waren wir ja, ne, in die Richtung. In die Richtung sind wir ja rein theoretisch gerannt, in die wäre aber das Tor. Das heißt, das wäre blöd, wenn wir jetzt direkt nach da rennen, wenn wir nach da müssen. Pass auf, wir laufen einfach mal, ich will erstmal schauen, wie viel Gift wir jetzt aushalten mehr. Ach, doch so viel, ja. Krass, wir kriegen genauso schnell auf die Schnauze wie vorher. Was bringt mir denn jetzt diese Rüstung dann? Außer, dass sie cooler aussieht, aber krasse Scheiße. Na, egal, Leute, wir rennen ja eh mehr oder weniger durch. Wir haben so viel. Oh, okay, chillt mal. So, wir halten alles Ausschau. Falls ihr irgendwas seht, ne, sagt mir Bescheid. Ich weiß, ist in so einer Aufnahme ziemlich schwer, ne, aber versucht euer Bestes. Da war ich ja überall. Da bin ich ja hochgegangen. Das heißt, wir wollten jetzt nach da mal gehen. Da hinten ist noch was. Sauber. Wir haben neue, hopp. Und was ist das denn für eine? Ach gut, okay, der kann. Ja, ist. Oh, krasser Typ, Alter. Warum kann der denn. Oh, scheiße, Mann! Hör auf den Scheiß! Oh, stirb, Junge, stirb einfach. Guckt euch das an, wie wir ihn weggebratzt haben. Augapfel, super. Ich dachte, gib mir jetzt irgendwie so ein cooles Burster-Schwert oder so auf Doom, ey. So ein Beschiss. Aber hier haben wir ein Türmchen wenigstens. Was ist das?
Kohle des Weißen. Aha. Interessant. Mal sehen. Also wir haben jetzt hier wortwörtlich wirklich alles abgegrast, ne? Ihr seid Zeuge. So, dann können wir auch weitergehen. So, wir können jetzt hier weiterlaufen. Müssen wir mal kurz schauen. So. Kommen wir hier eigentlich weiter? Schnell. Boah. Knappe Geschichte, Leute. Boah. Nein. Ich hab nicht aufgepasst. Ich bin ja scheiße. Ich kann es nicht anvisieren, warum? Oh, krasses Vieh. Was hat das denn geraucht? Gut, so geht's auch. Kleine Titanscherbe nur bekommen dafür. Klasse. Na, da hat sich der Aufwand ja richtig gelohnt. Okay, sind wir hier mal hochgelaufen? Kann ich mich nicht dran erinnern, wirklich, wenn ich ehrlich bin, aber. Die Frage ist, liegt da hinten was? Wir nehmen erstmal noch das andere Teil auf. So, zack. Lasst uns mal kurz lesen. Wahrscheinlich war Zerfein voraus. Aha, da ist irgendwas voraus vor uns. Ich will nur mal kurz gucken. Ah, ich bin vergiftet, ist okay. Wollen wir uns den Zähnfeind mal stellen? Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwas Cooles daraus. Also da hinten sind ja nur diese zwei großen Biester. Ich denke mal, die werden wir jetzt nicht unbedingt angreifen müssen. Wie viel haben wir denn? Habe ich schon wieder nicht auf die. Ja, okay, was für eine Kombi, Alter. Hier ist meine. Zack, du bist tot. Sehr schön. Ach, hier waren wir ja anscheinend noch gar nicht, weil dann hätten wir das hier definitiv eingesammelt. Oder ich habe es einfach nur krass übersehen. So, hier waren wir dann schon. Ach nee, das ist einfach. Ach krass, Leute. Ach krass. Das wäre eigentlich der normale Hauptweg gewesen. Wisst ihr, das war doch das Ende hier. Hier ist nämlich eigentlich das nächste Leuchtfeuer. Ich bin. Ach du Kacke, ich bin einmal durch die komplette Map gerannt. Ist das krass? Oder ist das krass? Ich bin durch die ganze Map einmal gerannt. Krasse Aktion. Ja, aber gegen die habe ich jetzt wirklich gar keine Lust zu kämpfen, Leute. Pass auf, wir laufen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Weg in die Hand. Krass, wäre ich direkt, guck mal, das ist ja direkt da vorne. Wäre ich einfach da so rum? Hier, wir laufen ja gerade 5 Minuten hierher oder so. Hätten wir das mal vorher gemacht, wa? So, dann werden wir jetzt mal hier durch das Giftland laufen, einfach mal. So. Ah, da sind jetzt die Hunde wieder, ne? Okay. Kann man mal machen, was auch immer dieser Hund sich gerade bei der Aktion gedacht hat. Wir schauen mal hier grob übers Feld. Aber ich meine, hier haben wir so gut wie alles eigentlich eingesammelt. Oder eher gesagt, ich versuche es mir einzureden, weil ich wirklich keinen Bock habe auf die Scheiße hier. Wir werden einfach mal jetzt weiterlaufen. Was ist das denn für ein Hund in so einem Gebiet? Ich habe ja Lust gegen. Ah, guck mal, da hinten ist noch was. Ich habe ja Lust gegen diesen Dicken da zu kämpfen. Oh, Scheiße. Der auch gegen mich. Alles klar.
krass. Ah, ich renne noch ins Feuer rein, weißt du, was hier? Sauber. Mach weiter so. Ja, good job. Ey, was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll man dazu sagen? Uns hat gerade wortwörtlich dieses kleine, lächerliche Feuer den Arsch gerettet. Es ist einfach nur geil. Okay, da hinten liegt noch ein Teil und da liegen noch zwei. Los geht's. Ja, beweg dich nur nicht zu schnell, Kollege. Lass dir ruhig Zeit. Oh, da hinten liegt noch ein Teil. Ja, Gift krieg ich eh die ganze Zeit ab, also kann ich auch durchrennen, Leute. Oh, geil, wir haben die Ritterrüstung bekommen. Juhu! Jetzt können wir auch als Ritter durch die Gegend rennen, das ist auch geil. Wie gesagt, ne, wir finden alles, Leute, wir finden alles. Ah, hier kann ich durchrennen, wa? Ne, da nicht, okay. Oh. Geil, wir haben wieder so einen coolen Brunnen gefunden und wir haben einen Sonnenlicht-Talisman bekommen. Das ist doch geil. Was auch immer dieser uns vermag zu bringen. So, mal sehen. Dann haben wir hier noch was. Wolfsblut-Grasklinge. Okay, hört sich auch cool an. Da müssen wir wieder den Weg zurückrennen. Aber vielleicht diesmal einen anderen Weg. So, ein bisschen hierher, ein bisschen dort her. Ein klein wenig geradeaus und wir sind am Ziel. So, komm, gib Gummi, Alter. Schlag mit ein. Ja, war so klar, dass ich das irgendwie in die Fresse krieg. Da haben wir ja schon das Tor der Tore. Ich glaube, ja, Leute, dann haben wir das Gebiet abgegrast, ne? Das war's auch dann schon. Ich glaube, mehr können wir hier auch echt nicht rausholen. Wir haben so gut wie alles wirklich erkundet. Sogar die hintersten Ecken da. Da haben wir die ja beim ersten Mal schon erkundet. Genau, da sind wir nämlich daher gekommen. Oh, endlich, ey. Das Schöne ist ja, wenn ihr einmal vergiftet seid, kann es euch auch egal sein, weil es tickert nicht mehr hoch. So, von daher. Da hinten waren wir, da waren wir, da sind wir den Weg so komisch gegangen. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt hier einfach mal weiter, ne? Und ihr wisst ja, hier haben wir, was war hier nochmal die Sache? Hier hatten wir, was hatten wir denn hier? Hier hatten wir nur diese Zauberer, ne? Da konnten wir ja so halbwegs durchrennen, wie irre. Okay, pass auf, das machen wir auch jetzt wieder. Renn, Junge, renn! Oh, da kam ich ja hier in das Gebiet, genau. Die werden sich nämlich jetzt gegenseitig zerfleischen. Das weiß ich, habe ich nämlich komplett hier abgegrast und das wisst ihr. Und hier das Gebiet haben wir auch komplett... Warte mal, wie viele Seelen brauche ich für Level Up? 9000, also ich hätte genug dafür. Hier werde ich mich erstmal auffüllen. Zack, gut. Und hier weiß ich, dass wir da diesen einen bis zu diesem einen Eingang finden gehen können. Also haben wir das auch geschafft. Wenn wir da jetzt weitergehen, weiß ich nämlich, dass da rein theoretisch dann nur noch der Boss kommt. Korrekt. Sehr schön. Und alle weiteren Wege gab es nicht. Es gab keine Wege, Leute. Wir haben das Gebiet also auch jetzt in dieser Folge noch durchgekämmt. Super einfach, geil. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal gerade, wir supporten uns nämlich. Und zwar, da haben wir gekämpft, alles abgesucht, da müssten wir hin, da ist der Boss, von da könnten wir hin und den Typen versuchen, irgendwas mal zu besiegen. Da müssten wir hin, ich weiß, das schaudert mir auch schon ein bisschen. Ja, auch krass, ne, dass du quasi hier ein Leuchtfeuer hast und quasi nur über eine Brücke rennen musst und du hast da auch das nächste Leuchtfeuer, ist schon irgendwie seltsam. Aber okay, macht nichts. So, hier müssen wir auf jeden Fall, hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Einiges.
Das weiß ich jetzt schon mal. Allein schon hier unten dieser eine Eingang, ja, das ist ja nach diesem Feuertypen. Wir werden hier aber jetzt erstmal hingehen. Erstmal Feuerbahn schreien. Erstmal aufleveln wieder ein bisschen. Und dann hat sich die Sache so. Sehr schön. Feuerbahnschrein angekommen. Wir schauen uns mal diese eine Rüstung an, die wir jetzt haben. Nee. Hier. So, Kopf. Wo haben wir? Den haben wir doch bekommen. Helm eines namenlosen Ritters. Ja. Helm des gefallenen Ritters. Ja, gut. Jetzt ist die Frage, was davon haben wir jetzt bekommen? Den oder den? Aber sieht generell. Ist der scheiße. Also ist meiner bis jetzt am besten. Dann haben wir eine Ritterrüstung bekommen. Das ist die, die wir zurzeit die ganze Zeit anhaben. Namenlosen Ritters, der war's. Okay. Der namenlose Ritter ist viel zu schwer, das Gewicht. Hält zwar viel aus, hat aber da trotzdem selbst dagegen leichte, massive Problemchen. Wir haben das Gebiet jetzt können wir nämlich unsere normale Rüstung wieder anziehen. Die ist nämlich ganz gut. Die behalten wir, weil die ist generell nicht schlecht gewesen. Und die Hose. Da, die war krass. Die war krass. Die war zwar etwas schwerer, aber ich denke mal, das sollte ja jetzt gar kein Problem sein. Gift, Kälte, Fluch, Resistenz ist jetzt in der Kirche weniger, was wir da haben. Okay, wir können noch rollen. Sehr gut. Das ist wichtig immer. Ihr müsst in Bewegung bleiben. Das ist das A und O in diesem Spiel. So, jetzt können wir uns erstmal aufwerten. So. Hallo, heile. Gut, es gibt kein dunkles Siegel, was auch immer das heißen möge. Und was nehmen wir denn jetzt? Mehr Leben wieder? Dann haben wir 804, kriegen wir schon richtig 40 mehr. Oder machen wir Geschicklichkeit, dann haben wir ein bisschen mehr Schaden wieder. Oder Glück? Ja, Glück. Nein, Glück machen wir nicht, so eine Scheiße. Geschicklichkeit wäre eine Idee. Stärke wäre natürlich eine Idee. Stärke wäre eine krasse Idee. Mehr Schaden. Aber ich denke mal, um noch mehr Leben. Ja, nee, mehr Leben, immer mehr Leben. Farewell, Ashen One. Jo, leb wohl, kleine Zuckerbraut. Aha. So. Dann, mal gucken, was können wir denn hier Schönes kaufen? Nichts. Nichts Wichtiges. Kohle hergeben. Kohle des Weisen hergeben. Sieh an, was treibt die Legion der Untoten mit einer solchen Kohle? I'd heard one of the Crystal Sages had sided with Farron's Abyss Watchers. Den habe ich schon besiegt. I suppose it must be true. You should know. This coal is imbued with magic. First one I've ever seen. Hardly a surprise, is it? I've never been one for books or wise men. Super, was möchte er uns jetzt damit? Wir können nichts höher machen. So, Ausrüstung reparieren, Waffe durchwirken, Waffe verstärken. Haben wir jetzt irgendwas bekommen oder was? Davon fehlt uns immer noch einer. Verdammte Hacke. Ja, der Bogen, den könnten wir stärker. Aha, das bringt das Talisman. Ach, das ist sowas zum. Okay. Schilder. Schilder kann ich wieder. Wow, krass. Ich kann dieses Schild so over 9000 machen, ne? Dieses Schild ist aber auch nice, Leute, ne? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist einfach Hammer. Es bietet zwar, keine Abwehrkräfte gegen sonst irgendwas, aber sonst ist das nicht schlecht. Meine Angriffskraft wird dadurch stärker, aber physisch ist halt 84, das heißt, der Angriff wird immer durchgehen, so wie ich das jetzt gerade begriffen habe. Der muss 100 sein, dann kriegt er nämlich keinen Schaden. Das ist schon geil. Aber wie schwer ist dieses Ding? Ah, vom Gewicht her. Gewicht. Ich müsste das mal anziehen, um zu schauen, ob das
Ja, ich muss das mal anziehen. Pass mal auf, wir ziehen das mal kurz an. Okay, be careful. Jo, alles klar, komm. I don't want to see my works. Ist okay, ist okay. Quatsch. Oh, Junge, Junge, Junge. Dass die einen immer anquatschen so lang. Wo ist das Schild? Welches wollte ich das hier, ne? Ja, und schon sind wir zu schwer. Das war mir ja klar. 4, 7, 17. 17, was ist das für ein Schwert? Alter. Ich hab das an. Ich brauch eins, was ungefähr... Ey, die so viel aushalten, ne? Das ist automatisch, dass der so Mann. Ich brauche Belastbarkeit. Also das muss ich unbedingt höher machen. Komme ich nicht drum herum und das am besten 2-3 Mal wahrscheinlich, damit ich irgendwie was mehr tragen kann. Dickere Schilde tragen kann. Ja, wir machen uns jetzt mal sehen, wie viel haben wir denn jetzt von der Folge? Ich glaube, viel gibt es da nicht mehr zu machen gerade. Verbrennen. Keine. Leuchtfeuerstufe 3. Wenn mir einer sagen kann, was das heißt, ne, oder was das bringt, dass das Leuchtfeuerstufe 3, 2, 15, was auch immer ist, das würde mir echt helfen. Fertig. So. Dann können wir jetzt hier noch weiter suchen und suchen. Auch wenn es da gar nicht mal so viel gab, glaube ich, ne, zum Schauen. Wir müssen auf jeden Fall halt den Ritter besiegen. Die Spinne da in diesem einen Raum. Ja, ein paar Sachen haben wir noch zu tun, auf jeden Fall. Keine großen, aber ein paar zumindest. Und dann kommt Katakomben und dann müssten wir auch schon fast so gut, so weit sein, dass wir hier dann weitermachen können, weil das ist ja das nächste Gebiet. Ja, auf jeden Fall richtig geil jetzt die Folge wieder. Mal sehen, wir gehen am besten direkt von da, dann kann ich mal versuchen, gegen den zu kämpfen. Tja, das war ein einfacher Boss, das wissen wir ja selber. Schaut einfach mal, wenn ihr nicht wisst, wie der genau funktioniert, ohne sich aufzuregen, schaut einfach mal mein letztes Video euch an. Das war ganz witzig. Ihr müsst halt nur auf ein paar kleine Sachen achten, ansonsten kriegt ihr hier nämlich einen mittleren Blutrausch. Ansonsten würde ich sagen, war's das auch erst einmal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder abonniert den Kanal, das würde mir natürlich noch mehr helfen. Denn dadurch weiß ich, dass ich mehr... Was meint der denn da hinten? Dass ich, weiß, dass euch die Videos gefallen und dass ich mehr machen soll. Und das freut einen ja auch tierisch, wenn man weiß, es schauen Leute einem zu, denen das genauso viel Spaß macht. Und das möchte ich halt euch näher bringen. Diesen Spaß, die Plays, überhaupt alles Tipps und Tricks, eure Fragen beantworten etc. Das macht Laune. Und da werde ich immer dabei sein. Also bis dahin, haut rein, habt einen schönen Tag. Ciao.